wir gelästert. Socken in Latschen, eine Modesünde, ein absolutes No-Go. Umso überraschter bin ich, als mir die Gummitreter immer wieder auf Insta angezeigt werden. Und dann noch in weißen Tennissocken. Also sonst laufe ich ja nicht jedem Trend hinterher, aber diesmal bin ich neugierig. Warum tragen jetzt alle diesen einstigen Fashion-Fauxpas? Ich will's rausfinden und gehe online auf die Suche nach Gummischlappen und Socken. Die Auswahl ist groß und wenige Klicks später bestellt. Lange muss ich nicht warten, bis ich meine Badelatschen für den Sommer 2023 an meinen Füßen begutachten kann. Auch an die weißen Socken habe ich natürlich gedacht. Kommt dieses Modeduo wirklich so gut an? In der Kasseler Innenstadt suche ich nach Meinungen. Viel zu crazy. Viel zu crazy? Ja. Was, würdest du es denn selber auch anziehen? Nee. Nee? Nicht unbedingt. Finde ich gut. Ja? Finde ich gut. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Und warum nicht die Socken mal zeigen, die man hat? Passt für mich nicht ins Straßenbild. Ich finde die sehr süß. So richtig süß, ja. Sind die neu oder was? Lieber geschlossene Schuhe. Außer vielleicht, wenn es wirklich mal knallerheiß ist. Aber mit Tennissocken, das finde ich, ist so ein bisschen das Klischee. Die Deutschen. Finde ich super. Das hat irgendwie so diese Lässigkeit, so, das ist dieses Wohlfühlen. Und man hat einfach das Gefühl, man ist zu Hause, obwohl man das jetzt nicht so als Hausschuhe ansieht. Verstehen Sie, was ich meine? Früher verschrien, heute gefeiert. Wie konnte die Badelatsche von out zu in werden? Stilberaterin Sabine Kerkmann weiß, wie Trends entstehen. Für mich ist Kleidung eine Kommunikation. Man drückt sich durch Kleidung aus. Kleidung ist ein Statement, eine Aussage und ich zeige mich durch Kleidung. Und das ist eben ein gutes Mittel, um eben auch bewusst einen Kontrapunkt zu setzen oder eben bewusst zu sagen, ich mache es jetzt ganz anders, ich will provozieren, ich will auffallen. Auch Stars greifen zur Latschen-Strumpf-Kombi. Im Netz auf Shots Media zeigen sich die Promis wie Rita Ora oder Sänger Justin Bieber mit ihren Badelatschen. Und schon geht auch der Normalo nicht mehr unten ohne raus. Ja, das ist dann der Gewöhnungseffekt. Man sieht es überall, man sieht es auch bei Leuten, wo man es gar nicht für möglich hält. Und man macht es nach und dann hat man sich dran gewöhnt an das Bild und will dazugehören. Das ist oft dann wirklich so ein, ich mache das mit, weil es gerade im Trend ist. Und man denkt eben nicht drüber nach, was man damit für eine Aussage macht. Wann hat das Schämen aufgehört und Badelatschen zum It-Piece werden lassen? Ja, der Trend ändert sich immer, ne? Heute denken die Leute so und morgen trägt es einer und jeder findet es auf einmal schön. Was glaubst du, warum das so ist? Wahrscheinlich diese Abguckerei, ja? Früher hat man über immer die anderen Menschen und die stylischen Menschen darüber gelacht, aber heutzutage nicht mehr. Ja, und was glaubst du, warum? Wie hat sich das geändert? Warum? Weil ich finde, heutzutage sind die Menschen ein bisschen offener geworden. Wir sind ja moderner geworden. Ich meine, es hat sich sehr vieles geändert. Sogar die Discounter vermarkten Latschen mit ihrem Logo. Da wird jeder gleich zum Werbeträger. Einst nur im Freibad oder zu Hause zum Schlabberlook getragen, latschen die Leute diesen Sommer auch so ins Büro. Es ist nur ein Bruchteil von einer Sekunde, wo ich den Eindruck eines Menschen in mir gespeichert habe und aufgenommen habe. Und das läuft unbewusst ab. Das kann ich gar nicht steuern. Und als ich sie vorhin zum ersten Mal gesehen habe, war so mein erster Eindruck, sie wollen heute in die Sauna gehen. Sie sind so im Freizeitbereich unterwegs oder in totaler Urlaubs- und Chill-Stimmung und haben jetzt nicht so unbedingt Lust, jetzt wirklich konzentriert zu arbeiten. Danach sieht es nicht aus. Nicht immer ist jeder Trend passend. Lieber selbst herausfinden, was einem steht. Also bequem sind sie ja, die Badelatschen mit Socken. Ich werde sie aber in Zukunft wohl eher für den Garten nutzen und dort tragen. Denn für die Öffentlichkeit ist mir die Kombi dann doch etwas zu extravagant.